So, hallihallo ihr Lieben. Ihr habt uns bestimmt letzten Samstag schon vermisst. Die Frag die Gurus-Folge musste etwas verschoben werden, weil ich ja bekanntermaßen in Köln war. Und deswegen kommt dann heute die Frag die Gurus-Folge. Und zwar Frag die Gurus Tag What's in my purse. Dazu habe ich natürlich schon mal vorbereitet, meine Handtasche. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich da quasi alles so drin habe. Quasi ohne das kann ich gar nicht leben. Es fängt an, zum Beispiel mit einer DVD. Ich liebe Futurama. Also ohne das gehe ich überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Ganz wichtig für mich ist auch mein kleiner Graf Zahl Kuschelschnuffel hier. Ohne den kann ich auch nicht leben. Und natürlich braucht man dann auch immer so Besteck mit dabei. Das ist, ja, was Frauen halt so in ihrer Handtasche haben. Okay, ihr habt es bestimmt gemerkt. Das war ein kleiner Scherz. So viel zu dem sinnlosen Kram, den Frauen in ihrer Handtasche haben. Kommen wir jetzt zu dem wirklich sinnlosen Kram, den ich in meiner richtigen Handtasche habe. Meistens sind das ja so Beutel, die irgendwie aus allen Nähten platzen. Und ja. Fangen wir an mit meinem Kosmetiktäschchen. Da ist meistens irgendwelches Lippenkrams drin. Das ist jetzt zum Beispiel von Jessica Simpson Desert Lip Gloss. Ihr wisst ja, ich stehe auf die Ami-Glosse, weil die so geil riechen und schmecken. Das ist so ein Creme Brûlée-Karamell-Geschmack. Oder auch immer mal wieder gerne, den habt ihr auch schon gesehen, Victoria's Secrets Pudding Pie. Riecht wie eine richtig geile Torte. Also sowas habe ich dann meistens dann mit dabei. Ganz wichtig, mein Ariel Fleckenstift. Das ist dafür da, wenn ihr euch mal ein bisschen Kaffee oder so im Büro auf die Bluse tropft. Und das ist wie so ein Tintenkiller für die Klamotten. Da geht er dann hier so drüber und dann ist der Fleck weg. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich liebe ihn. Ohne meinen Fleckenstift gehe ich nirgendwo hin. Ich gehöre nämlich leider zu der Sorte Menschen, die sich immer bekleckern. Dann habe ich auch meistens immer, so eine kleine Mascara-Probe dabei, um vielleicht nochmal neu nachzuschminken oder so. Und ein paar Ibuprofen-Tabletten, wenn irgendwie mal Not am Mann ist. Das ist so das, was in meinem Beauty-Täschchen drin ist. Dann habe ich seit neuestem immer dabei meine Sonnenbrille. Ich hatte ja ganz lange keine, weil ich ja immer hier diese habe. Mit der Stärke und dann immer Kontaktlinsen reinmachen, nur um die Sonnenbrille zu tragen. Das war mir dann irgendwie immer zu doof. Und ich habe mir jetzt eine machen lassen mit meiner Stärke. So ein richtig schönes Propellergerät. Mein Mann sagt immer, ich hätte eine Puckstubenfliege im Gesicht. Aber ich glaube, es geht noch viel schlimmer. Es gibt ja solche riesigen Brillen. Also die habe ich dann natürlich jetzt auch immer mit dabei. Und da muss man als Brillenträger eben immer leider wechseln. Aber naja, so ist das halt. Dann haben wir meinen Hausschlüssel hier mit einem rosanen Nerzschwänzchen. Da sind Haus- und Autoschlüssel dran. Dann habe ich noch dabei immer Dysmenol-Tabletten, wenn ich mal so Rücken- und Schmerzen oder Bauchkrämpfe kriege. Ohne die gehe ich nicht aus dem Haus. Passiert zwar irgendwie nur einmal im Monat, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass es meistens genau dann passiert, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen sind die halt immer mit dabei. Dann haben wir hier mein Handy. Das ist ein Nokia-Frauenhandy mit Aisha da drauf. Das ist der Hund von Franks Schwester. Ich muss dazu sagen, ich bin ein total, wie soll ich sagen, kein Handynutzer. Ich habe das Handy eigentlich nur dafür, dass wenn ich irgendwo bin, jemand anders anrufe. Also diejenigen, die meine Handynummer haben, die rufen mich schon gar nicht an, weil ich habe es eh, meistens vergesse ich es aufzuladen oder ich habe es in Taschen, die irgendwo JWD liegen und ja. Also Handynummer irgendwie lohnt sich nicht, aber naja. Ohne ist auch irgendwie doof. Wobei ich jetzt echt schon überlegt habe, mir das iPhone zu kaufen, aber dafür, dass ich das nie benutze, ist auch irgendwie zu teuer. Naja, egal. Dann habe ich immer noch dabei meinen Planer, wo ich halt immer so hier für die Woche dann was reinschreibe. Dann habe ich noch meinen iPod.
Den ich jetzt allerdings kaum noch benutze. Also früher war das ja so, als ich noch in Köln gewohnt habe, bin ich immer mit der Bahn gefahren und dann habe ich auch wirklich immer iPod gehört. Jetzt mache ich es halt meistens nur noch im Urlaub und ja. Aber egal, ich habe ihn halt. Und last but not least, mein Portemonnaie, was irgendwie außer Zetteln nicht viel enthält. Ich bin ein totaler Quittungssammler und ja. Und dann habe ich meistens noch einzelne Lippenstifte da drin. Zum Beispiel im Moment liebe ich ja den von Hello Kitty, den Sweet Strawberry. Und ich habe am Wochenende gebacktomackt und da habe ich mir den Fabby gegönnt. Ah, komm her. Eigentlich eine ziemlich geile Farbe. Ich kann euch mal einen Swatch machen. So ein Pink mit so einem goldenen Unterton. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, das waren so die Essentials, die ich mal dabei habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was zum einen die anderen Gurus in ihrer Tasche haben. Ich glaube, ich bin da beauty-technisch noch so diejenige, die am wenigsten dabei hat. Aber ich habe halt, ich hasse es, immer so viel Zeug mit mir rumzuschleppen. Das ist mir dann immer zu schwer. Also, ich bin sehr gespannt, was die anderen Gurus in ihren Taschen haben. Ich verlinke euch natürlich wieder die Videos. Hier geht's zu Reni, hier geht's zu Lynni, hier geht's zu Mara. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr in euren Handtaschen habt. Also schickt mir oder den anderen Mädels eine Videoantwort, damit wir sehen, ob wir normal sind oder ob wir nicht normal sind, was für ein Kram so bei uns in den Handtaschen halt drin ist. Ich hoffe, das hat euch gefallen und es könnte sein, dass diese Woche noch ein Frag die Gurus kommt, aber ich will nicht zu viel verraten. Und ja, für heute sage ich ciao, ciao, eure Coco.